Weiter geht es mit Friedrichsfeld, mit dem ehemaligen Flugplatz, den es dort gab. Und diesmal kümmern wir uns um die ehemalige Flugzeugwerft bzw. das, was noch davon übrig ist. Wir wollen dieses Mal die Flugzeugwerft uns anschauen, um dorthin zu kommen, von der Ampelkreuzung in Sechhorn abbiegen in Richtung Marschallmöbel und dann geht es ja hier so ab, das habe ich euch schon mal beschrieben, zu der Parkmöglichkeit. Von dieser Parkmöglichkeit 500 Meter immer dem Weg folgen und dann geht es ab in den Wald und hier stand die ehemalige Flugzeugwerft. Auf diesem Gelände stand also die 100 x 30 Meter große Flugzeugwerft. Rundrum waren ein oder mehrere Hangars, das ist nicht genau bekannt. Hier findet man zum Teil noch Klinkerreste und auch Fundamentreste. Und was man auch sehr viel dort findet, sind diese Wälle, wie man sie hier sehen kann. Des Weiteren gibt es bei der Flugzeugwerft, das seht ihr gleich in der nächsten Einstellung, und zwar hier, den Brunnen oder einen Brunnen. Auch hier findet man Klinkerreste. Das sind diese vermoosten Teile, die man dort sehr schön erkennen kann. Des Weiteren diese große Betonplatte bzw. das Fundamentrest, Meter mal Meter groß in etwa, auch dies im Bereich der ehemaligen Flugzeugwerft. In dem Bereich der ehemaligen Flugzeugwerft findet man sehr viele Löcher. Dieses können Bombenkrater sein oder eben aus der Bundeswehrzeit. Das Gelände wurde ja anschließend von der Bundeswehr noch genutzt. Irgendwelche Schutzbauten von Soldaten. Das lässt sich natürlich so nicht mehr zu 100% sagen. Das wird mit Sicherheit aus der Bundeswehrzeit stammen. Aber zum Teil sind dort auch größere Löcher, die dann mit Wasser gefüllt sind. Das könnten auch Bombenkrater gewesen sein. Das war es also mit dem Flugplatz Friedrichsfeld. Ich hoffe, dass euch die Aufnahmen gefallen haben. Über einen Daumen in nördlicher Richtung würde ich mich natürlich sehr freuen und wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin, danke und tschüss.